Was bringt dir Macht? Viel mehr Tapferkeit und etwas mehr Schaden. Was würde dir Macht bringen? Na, nicht wirklich viel. Also bekommst du den. Und Palegina hat die Regenerationstränke. Okay. Ja. Hm. Wie soll ich den Duck in Urfeuer warnen, wenn ich nicht reinkomme nach Urfeuer? Ah. Nicht den Duck, den Botschafter. Habe ich die jetzt alle nackig ausgezogen? Ja, ich glaube, ich habe sie jetzt nackig machen können. Stelgios. Weißt du was? Verwandel du dich doch mal in Stelgier. Und hau ordentlich rein. Du schluckst den Regenerationstrank. Oh, jetzt hast du wieder 7. Okay. Gut. Stelgier-Zähne. Das ist eigentlich pro Begegnung. Ja, ist pro Begegnung. Feldlazarett hättest du. Was hättest du denn für Zauber, die toll sind? Insektenplage. Ich muss mir echt mal die Mühe machen und gucken, welche Zauber du alles kannst. Ich wünschte, ich könnte die ausblenden, die ich nicht brauche. Helme. Wo geht's nach Süden? Ulmküste. Ah. Okay. Ist das Rätsel auch gelöst? Noch mehr. Oh, was zur Hölle? Wie viele Stelgier kommen da? Denn noch? Gut, ich kann 7 von denen zaubern, also. Hallo? Mach mal was Schönes draus. Also ich muss sagen, Stelgiere sind nicht gerade heftige Gegner. Es sind nur sehr, sehr viele. Kommen jetzt noch mehr Stelgiere? Ja. Den hat es zerfetzt und der andere ist auch schon tot. Mich würde wirklich interessieren, auf welchem Level die sind. Eine Echse wuschelt unter dem Felsbrocken hervor. Pudding des Leidens und Sumpfsporen? Okay, die Sumpfsporen, die müssen dringend weg. Das sind nämlich die Variante, die, genau, die übernehmen kann. Also richtig übernehmen kann, sodass sie auch angreifen. Palegina? Wechsel bitte auf dein Schwert wieder. Nein, nicht an Palegina angreifen. Greif die Spore erst an. Und du wechselst wieder auf deine Nahkampfwaffe. So, alle in Ordnung. Das war nett. Das war, oder nicht nett, besser gesagt. Blutstein, etwas Geld. Okay. Sure. Naja, das waren Schleime. Die haben ja alles Mögliche gemampft. Was ist das für ein Gewächs? Skenknochen. Ah ja. Und hier ist noch etwas.
Auf dem feuchten Stein hat sich Moos angewurzelt. Ah ja. So, gucken wir mal kurz auf die Map. Jetzt sind wir hier. So, gucke ich mal kurz, ob noch was hervorgehoben ist, was wir übersehen haben. Könnten. Nö. Hm. Das heißt, wir haben jetzt nur noch den Weg in die Ulmenküste. Ja. Oder gibt es hier noch einen Direktweg? Nein. Nur den Weg in die Ulmenküste. Ich frage mich wirklich, ob wir noch mal nach Trutzbuch zurückkommen können. Neue Karte, Ulmenküste. Adra Arch, dead ahead. Adra Bogen, direkt da vorne, okay. Ja, erstmal was zum Einsacken. Mal kurz orientieren. Wir sind in der Mitte. Okay. Es gehen zwei Wege ab. Ein Waldlaurer. Und ein paar Käfer. Na, drei Käfer. Ach, noch ein Waldlaurer. Fenris, du kannst ruhig mithelfen. Fenris hat es gerade geschafft, den Waldlaurer umzuwerfen. So. Holz des Lebens, sehr schön. Willow Wisps. Adragan? Oh, die beschwört Blitze und Regenfäule. Okay. Ich hab du jetzt gleich dabei, dann mach du mal so eine Regeneration. Kochender Sprühregen, Beschwörung des Weltenschlundes, Fäule, Mondquelle. Ah ja, das ist gut, Mondquelle. Moef Ixiana! So, und Fenris. Oh, Hagrim hat's umgehauen. Hey. Und wer ist da versteinert? Alof. Ich glaube, solange Alof versteinert ist, bleiben wir im Kampf. Hey. Ja. Hm. Hagrim ist aufgestanden. Du hattest erwecktes Adra bei dir. Okay. Adra Arch, dead ahead. Adra Bogen, direkt da vorne. Okay. Was muss da der Weg nach Zwillingsulme? Ah. Taos. Anyone suspected of treachery must be reported at once. Hm. Lass mich mal durch. Good, you have come. You have heard of the recent defections from our order caused by this apostate in Praetum. Ein falsches Bild von Taos lockt dich mit durchscheinenden Fingern. Gut, du bist gekommen. Du hast von den Verrätern gehört, die unseren Orden verlassen.
wegen dieses Apostas in Kretum? Eine Antwort schwebt an die Oberfläche des Bewusstseins, eine uralte Erinnerung. Ja. This is a dangerous woman whose lies spread like plague. She inspires chaos, sows conflict. Because of these unusual circumstances, I am speaking to all our initiates personally, to ensure there is no more dissension. Diese Frau ist gefährlich, sie verbreitet Lügen wie die Pest. Sie verursacht Chaos, sie sieht Konflikt. Wegen dieser ungewöhnlichen Umstände spreche ich mit all unseren Initiierten persönlich, um sicherzugehen, dass es keine Zwietracht mehr gibt. Du weißt, weil sie eine von uns war? Who she was no longer matters. If her following continues to grow, there will be war, and all our work will be undone. Taos zögert. Wer sie war, ist nicht länger von Bedeutung. Wenn ihre Anhängerschaft weiter wächst, gibt es Krieg. Und all unsere Arbeit war umsonst. You were recruited from Kretum, were you not? You must have known this heretic woman, Yavara. Du wurdest aus Kretum rekrutiert, nicht wahr? Du kennst diese Ketzerin gewiss, Yavara. Als du den Namen hörst, strömt eine Flut von Erinnerungen in deinen Verstand. Also waren wir meine Frau. Sie war meine Mentorin, ich war in sie verliebt, wir waren Freunde. Wir sind uns vielleicht einige Male begegnet, sie ist meine Schwester. Wir waren Freunde, könnte ich mal sagen. Mentorin klingt so hochgestochen, verliebt, so blöd. Vor allem Frau in Frau. Obwohl, wir sind uns vielleicht einige Male begegnet, wir waren Freunde. This friendship has no place in our current state of affairs. In unserer momentanen Lage ist kein Platz für diese Freundschaft. Wir sind keine Freunde mehr, es wird kein Problem darstellen. This woman has marked herself an enemy of the gods. They will not look favorably upon her friends. Diese Frau hat sich als Feinde der Götter hervorgetan. Sie werden ihre Freunde nicht mit Wohlwollen betrachten. I am trusting you to remain loyal to the gods in this. If you do not, you will have greater powers than me to answer to. But you will answer to me as well. Ich vertraue darauf, dass du in dieser Sache den Göttern gegenüber treu bist. Wenn nicht, musst du dich höheren Mächten als mir verantworten. Nach einigen Augenblicken fügt er hinzu. Aber von mir wirst du dich auch verantworten. Ich verstehe, Euer Eminenz. Ja. Ja. Das heißt, hier wirst du dann der Weg nach Zwillingsulmen sein. Jupp. Da wollen wir aber erstmal noch nicht lang gehen. Ich würde erst gerne die Seite des Flusses erkunden, dann wieder auf die andere Seite zurückgehen. Goldsellerie, junge Antilopen. Oh, die sind aber ganz schön zutraulich diesmal. Ah, Palegina sieht nicht ganz so berauscht aus von ihrem Leben. Aber das können wir zur Not ändern. Friedliche Keiler. Okay. Viel mehr gibt es auf der Seite nicht zu sehen. Gut, wir können jetzt das Fitzel aufdecken oder den großen Rest. Das finde ich gut. Mal kurz Quicksave machen zwischendrin. Schmelzspeichern ist abgeschlossen. Oh Gott, noch mehr Regenfäule. Das bedeutet, im schlimmsten Fall ist nur Regenfäule. Nein, es ist nicht nur Regenfäule. Kann ich die da verdampfen lassen? Au, das tut allen weh. Hallo, hör mal auf. Achso, das geht einfach weiter, egal wie ich hin und her laufe. Oh, jetzt sieht Palegina aber nicht mehr gut aus, nachdem wir sie geröstet haben. Hat's Palegina jetzt umgehauen? Ja, scheint so. Und das war Alof. Nee. Der Flammenstrahl hatte eine schlechte Wirkung.
definitiv eine schlechte Wirkung.